Simulator an. Ich habe hier das Programm mal eingegeben und vorbereitet. 4, 5, 6. Dem Hamster muss ich noch Körner ins Maul legen, damit er ja auch welche abgeben kann. Und starte mal das Programm. Und für diesen Berg hat der Hamster tatsächlich korrekt gearbeitet. Ich mache das mal rückgängig. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise als Anzahl der Körner 0 eingebe, kommt es zu einem Laufzeitfehler. Eine Maul-Leer-Exception. Man könnte jetzt annehmen, dass das Programm nicht korrekt ist, aber das ist eine unzulässige Anfangsgröße. Und das ist jetzt das Problem desjenigen, der das Programm aufruft, weil zulässige Anfangsgrößen sagen ja genau aus, dass der Hamster mindestens so viele Körner im Maul hat, wie es Stufen gibt. Deswegen lege ich ihm jetzt mal 6 Körner ins Maul. Jetzt habe ich, wenn ich den Hamster hier platziere und auch nicht nach oben gucken lasse, sondern nach rechts gucken lasse, nämlich Richtung des Berges. Jetzt habe ich eine zulässige Anfangsgröße und jetzt muss das Programm korrekt funktionieren. Ansonsten ist es fehlerhaft. Jetzt gucke ich mal nach und lösche hier mal ein bisschen. Platziere hier eine Mauer hin und platziere den Hamster mal hier vor. Das ist jetzt auch eine zulässige Anfangsgröße. Der Hamster hat 6 Körner im Maul. Gibt 2 Stufen. Auch jetzt muss das Programm korrekt funktionieren. Und tut es. Und letztendlich lösche ich hier nochmal. Habe also entsprechend hier nur einen sehr niedrigen Berg. Und aber auch hier in dem Fall muss das Programm korrekt funktionieren. Anscheinend ist das Programm korrekt. Ich setze voraus, dass es mindestens einen Gipfel gibt. Und was ich auch voraussetze ist, dass, ich kann das mal zeigen, der Hamster auch immer genug Platz hat, sich noch oben drauf zu stellen. Wenn ich in diesem Fall, ich gebe hier mal 60 ein, wenn ich in diesem Fall das Programm starte, sollte es auch zu einem Fehler kommen, weil hier oben der Hamster gegen die Mauer donnert. Das ist was, was ich in der Präzisierung der Problemstellung noch nicht berücksichtigt hatte. Aha, er donnert halt da oben gegen die Mauer. Das müsste natürlich in der Präzisierung der Problemstellung auch noch auftreten. Hier gibt es auf jeden Fall noch Platz, dass der Hamster sich oben auf dem Berg positionieren kann. Sie sehen, Programmieren, insbesondere auch das Testen, ist keine triviale Aufgabe, weil man häufig Randbedingungen, Grenzwerte vergisst.